Ich war 8 Jahre alt, als mein Vater im mächtigen Dschungel von West-Papua einen bisher unbekannten Stamm entdeckte. Welten aufeinander, ne? Unsere Welt und die Welt. Die Welt der Steinzeit quasi. Also eine ganz pure Welt, eine ganz harte Welt auch. Wo es primär ums Überleben geht und wo andere Werte zählen. Das fragt man sich natürlich auch ununterbrochen, wenn man diesen Film dreht. Was ist jetzt wirklich wichtig im Leben oder was ist Liebe? Was ist Geburt? Sachen, die ich mit ihr gemeinsam habe und aber auch Sachen, die ich also wirklich gar nicht mit ihr gemeinsam habe. Also Tiere generell mag ich total gerne, ich habe auch welche, aber so jetzt so kleinen Sachen, so Insekten und Spinnen, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Also man gewöhnt sich auf jeden Fall dran und Mücken und Bienen und Wespen kenne ich natürlich auch. Aber hier ist dann nochmal was ganz anderes. Diese wichtigsten Dschungelregeln, dass du, bevor du in deine Schuhe trittst, sie ausschüttelst, damit da keine Insekten oder anderen Viecher drin sind. Dass ich nichts essen oder trinken darf, wo ich nicht weiß, woher das ist, woher das kommt, ob das giftig ist oder was. Und dann gibt es noch so einen Spruch, den habe ich aber nicht von ihr. Cook it, peel it or forget it. Und daran muss man sich auch halten. Du kannst Jane sein. Bist du verrückt? Ich bin größer als du und Tarzan kann nicht kleiner sein als Jane. Tarzan weiß nicht den Weg. Donna! Sabine verändert sich insofern, dass sie es immer mehr annimmt, irgendwann wirklich Fayu spricht und diese ganz und gar aufgeht und das Problem natürlich am Schluss hat, wer bin ich eigentlich, was bin ich? Bin ich jetzt ein deutsches Kind, bin ich ein Fayu-Kind? Und dann an ihre Grenzen stößt, wo sie weiß, sie wird niemals ein Teil dieses Fayu-Volkes sein, weil das irgendwie auch nicht funktioniert und sie ist aber auch gar keine Deutsche. Wie? Da sollen wir alle leben?
willst also im Dschungel bleiben, wenn du erwachsen bist, ja? Ich könnte ewig hier bleiben. Sie bereiten den nächsten Kriegszug vor, stimmt's? Hier sind wir sicher. Wenn er stirbt, müssen andere dafür büßen, ja? Wir können ihn nicht von heute auf morgen beibringen zu vergeben! Du hast uns mit in einen Bürgerkrieg verfrachtet. Vielleicht solltest du mir erstmal Vergebung beibringen. Müssen wir das vor den Kindern abhandeln? Hier wird doch alles vor den Kindern abgehandelt, das ganze Leben hier. Es gibt bei Ihnen keine Liebe, es geht ums Überleben.